Halt doch deinen Schlampenmaul! Du willst mich gerade nur zurück, weil ich das mit der OP erwähnt habe. Okay, ich hab genug von deiner Diskussion. Ja, ich betrüge dich von Merkur bis Pluto. Doch der Planet Pluto zählt schon lange nicht dazu. Also will ich damit sagen, dass du scheiße bist, der Po. Ist das echt wahr? Du bist ja noch da. Und ich laufe an dir vorbei seit Jahren. Dass du noch lebst, dachte du bist tot. Denke ich jedes Mal in deiner Not. Du bist in Gedanken, ich streck dir meine warme Hand aus. Dein Gesicht ganz bleich, doch du hebst den Kopf zu mir. Dein Blick verrät mir, dass du mich immer noch hast. Ich weiß, dass du schon lange auf besseres Leben wartest. Schon 7 Jahre sind vergangen. Ich wusste, dass meine Lüge so ausartet. Doch das ist schon so lang her. Du bist mein Bruder, du fehlst mir wirklich sehr. Jeder macht Fehler, du machst es mir so schwer. Nimm meine Hand weg, gib mir das, Bruder. Zeig mir deine leere Schüssel, alles was du hast. Manchmal bist du gar nicht, ich komm damit schon klar. Lass mich so 7 Jahre lang leben wie du. Du ziehst dir jetzt meine Schuhe und mein Pullover an. Du siehst mir zum Verwechseln in ja, das ist schon so lang her. Du bist mein Bruder, du fehlst mir wirklich sehr. Jeder macht Fehler, du machst es mir so schwer. Nimm meine Hand weg, gib mir das, Bruder. Das alles tut mir leid. Jemand die warme Hand aus mein Gesicht ganz bleich. Bruder, das war ein Fehler. Du bist mein Bruder, du fehlst mir wirklich sehr. Jeder macht Fehler, du machst es mir so schwer. Nimm meine Hand weg, gib mir das, Bruder. Das alles tut mir leid. Das erste Mal, dass ich mich geliebt fühle. Wirklich? Und was hat das mit mir zu tun? Na, wir führen doch eine Beziehung, oder nicht? Babe, wir sind doch ein Paar, oder? Warte mal, du hast ernsthaft gedacht, dass ich das mit dir ernst meine? Hä? Du bist nicht mal ein echter Mann! Oh, sorry, Boy. Aber du wirst nie jemanden abkriegen.
Auf solche Menschen wie dich kann ich verzichten. Und ich auf so einen Schwanzlosen wie dich. Ich hatte schon eine OP gehabt, aber dir kann es ja egal sein. Was? Du hattest... Halt's Maul, du Fuckgirl! Wie lang ist der jetzt? Mann, verstehst du keinen Spaß, Kai? Du bist zwar süß, aber so ein Fuckgirl will ich nicht haben. Ich hab nur Spaß gemacht, Kai! Das war kein... Doch, was? Halt doch deinen Schlampenmaul! Du willst mich gerade nur zurück, weil ich das mit der OP erwähnt habe! Das stimmt nicht! Auf dich kann ich sowas von verzichten, Baekhyun! Ich war schon so zufrieden mit mir! Du und Mark habt alles zerstört. Ich dachte, du liebst mich echt. Es hat mir nichts gebracht, ein besserer Mensch zu sein. Das warst du noch nie. Und deine Schwester ist wohl genauso. Taehyung, woher willst du das wissen? Sie ist das Gegenteil von mir. Eigentlich bin ich kein Fuckgirl. Ach ja? Hast es mir aber gerade bewiesen. Bin ich aber nicht. Lukas, ich lasse die Beruhigungstabletten ab heute weg. Ändert sich ja sowieso nichts. Was habe ich überhaupt erwartet? Und dir bedeute ich bestimmt auch nichts. Also leck mich, Lukas, und such dir jemand anderen, den du verarschen kannst. Jo, Kai. Ich mag dich wirklich. Wirklich ernst gemeint jetzt? Ja. Was ist? Scheiße, Mann. Ey, Applaus für den Kommentar. Lass mal sehen. Und eventuell auf dich antworten. Und ja, ich trage Mitschuld. Ten ist wegen mir noch schwächer geworden. Ich habe ihm andauernd Mittel in seinen Saft geschüttet, wo den Hunger durchgehend stillt. Ja, ich weiß, aber ganz im Ernst, mit dem ist auch nichts anzufangen. Sobald der seinen Mund aufmacht, kommen nur langweilige Themen. Und ja, ab jetzt werde ich euch auch antworten. Und nochmal ja, ja, ich habe bei der Spendenaktion meinen Teil beigetragen. Mir tut er zwar 0,0 leid, aber keine Ahnung, vielleicht will ich euch damit was beweisen. Warum eigentlich? Ich will das nicht sagen, aber muss ich wohl. Ich habe es jetzt auch gecheckt, dass ihr mit mir besser umgeht als die Boys und Girls hier in der Gruppe. Ja, ich habe Vertrauen zu euch gewonnen, ihr dummen Little Moons. Ja, macht das alle. Wer schreibt da noch alles? Sie lächelt mich an. Shoki, was schreibst du da? Nee, genug davon. Wieso sind die so? Die sind ja alle so. Sorry. Was tust du da, Kai? Zu viele nice Kommentare lesen. Mir gefallen so viele, keine Ahnung. Aber ich hasse euch immer noch, allesamt. Ach, so wie du lachst, sieht das aber anders aus. Halt's Maul! Nee, das reicht jetzt auch. Taemin? Kannst du mir das lösen? Was hast du denn gemacht? Das war Lukas. Meine Stimmen haben ihm das befohlen. Also, wärst du so lieb und befreist mich daraus? Ich weiß nicht. Mach kein Blödsinn, Mark. Wieso? Na, weil ich dich anfassen muss. Was denkst du von mir? Mark! Behandle mich bitte ganz normal, Taemin. Bitte. Oh, okay. Dieses Lächeln gibt mir alles. Das meine ich. Okay, dann... Du bist hässlich. Oh Gott, sorry, das wollte ich nicht. Ich bin hässlich? Bin ich wirklich hässlich? Nein, natürlich nicht. Ich befreie dich nicht. Okay. Ich muss mich ein bisschen dehnen jetzt. Oh mein Gott. Okay, bring the beat back. Leg nicht so da, das macht mich crazy. Ich mach, was ich will, kapiert? Ja klar. Aber ärger dich dann nicht über meine Blicke, wenn ich dich angucke. So einen idiotischen Bruder hab ich. Streng dich doch mal an. Das tue ich. Tust du gar nicht. Woher willst du das wissen? Ganz im Ernst, Taemin. Wenn ich mich wirklich nicht drum bemühen würde, hätte ich dich längst geküsst, okay? Sorry, zu viel Information für Taemin. Nenn mich nicht so. Wie dann? Nur Taemin. Taemin? Wie wär's mit Baby? Hör auf damit! Und ich mag es nicht, belogen zu werden. Du hast dich selbst befreit. Hoppala. Ja, hoppla, das findest du noch witzig, oder was? Find ich überhaupt nicht. Du bist kein Stück weitergekommen, was deine Gefühle angeht, oder? Ist es dir überhaupt wichtig? Natürlich ist es mir wichtig. Du bist mir wichtig. Genug. Taemin, warte.